Wir haben es die letzten Tage gemerkt, du hast sehr viel, sehr intensiv trainiert. Ist das schon ein Teil deiner Trainerphilosophie, einfach auch wirklich viel mit den Jungs zu arbeiten, viel zu tun, viel auf dem Platz zu stehen? Eine harte Arbeit zahlt sich immer aus, also davon bin ich überzeugt. Und ein Wort ist gerade gefallen, Intensität. Ich glaube, das ist so ein Punkt, ein Schlagwort, für das wir hier in Leipzig stehen wollen. Wir wollen intensiv arbeiten, wir wollen intensiven Fußball spielen, gegen den Ball, aber natürlich auch mit dem Ball. Es ist, denke ich, unerlässlich, dass wir jetzt, wenn wir ein paar Dinge neu anpacken und versuchen, trotz der wenigen Trainingszeit auch ein paar Automatismen zu erarbeiten. Das bedeutet, die nächsten Wochen, die nächsten 6 Wochen bis zur Pause mit Spiel an Spiel, das wird eine große Herausforderung. Die gehen wir an, die nehmen wir an. Danach haben wir ein bisschen Zeit, um ein paar Dinge dann auch im Januar für uns auf den Weg zu bringen, tatsächlich auch zu trainieren. Und bis dahin müssen wir einfach gut zuhören, viel über Video machen, uns Ergebnisse holen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, bin trotzdem davon überzeugt, dass man Ergebnisse vor allen Dingen über die Art und Weise, wie man spielt, auftritt, die Spiele annimmt, dann auch bekommt. Und wir wollen uns viele, viele Siege verdienen. Beschreib uns doch mal, wie so ein klassischer Tag von Marco Rose als Bundesliga-Trainer ausschaut. Ja, der Punkt 1 macht irgendwann die Augen auf. Meistens, wenn der Wecker klingelt. Also ich bin jetzt keiner, der von alleine sehr, sehr früh wach wird. Bedeutet, ich habe grundsätzlich eigentlich immer, unabhängig auch von Stresssituationen, einen ganz anständigen Schlaf. Danach gibt es immer ein Käffchen, das ist ganz wichtig. Und dann ist es hier so und auch in den Stationen vorher, dass man dann Richtung Trainingsgelände unterwegs ist. Am Vortag mit dem Trainerteam schon den Tag grundsätzlich so ein bisschen vorbesprochen hat. Dann kommt man hier an, bekommt ein wirklich sehr, sehr ordentliches Frühstück. Und dann hat die medizinische Abteilung schon wichtige Themen besprochen. Dann reden wir über Trainingsbeteiligung. Dann besprechen wir konkret dann auch den Plan fürs Training. Drumherum hat man möglicherweise schon auch Kontakt zur Analyseabteilung, weil man Spiele vorbereitet, nachbereitet, Videositzungen aufbereitet. Eine Menge Leute wollen natürlich auch wissen, wie ich funktioniere, was mir wichtig ist, weil ich jetzt schon das Gefühl habe, dass ich sehr große Unterstützung erfahre. Dann, so wie heute, gehen wir raus auf den Trainingsplatz, arbeiten fleißig, mal länger, mal kürzer, aber meistens intensiv. Nach einem guten Mittagessen wieder gut. Essen ist fantastisch hier, tolle, tolle Küche. Ja, setzen wir uns dann zusammen und arbeiten an Dingen, die uns dann irgendwann mal auszeichnen sollen. Wie gesagt, im Moment sehr viel Analyse, Spielnachbereitung, Einzelspielersitzungen, Mannschaftssitzungen, wenn die Jungs jetzt zurückkommen von den Länderspielreisen. Ja, dann irgendwann geht's abends nach Hause. Also eigentlich ein normaler Arbeitstag. Bist du ein Typ, der Arbeit mit nach Hause nimmt, gedanklich oder auch schriftlich, oder sagst du, okay, wenn hier die Akademietür fällt, versuchst du irgendwo ein Stück weit abzuschalten? Ja, ich finde schon, dass das lohnenswert ist, das zu probieren. Bedeutet, wenn man dann hier fertig ist, einfach auch nach Hause zu gehen. Und das Privileg habe ich jetzt natürlich hier in Leipzig, sich um die Familie zu kümmern, um Freunde auch mal abzuschalten. Das nehme ich mir häufig vor, das gelingt mir auch immer wieder. Und trotzdem gibt es natürlich Tage, wo du vielleicht hier mal nicht weitergekommen bist und dann zu Hause noch mal so ein paar Dinge aufarbeitest, ein paar Ideen hast, dir vielleicht noch mal ein Spiel anguckst. Ich bin jetzt ein Typ, ich liebe Fußball. Das bedeutet, wenn Fußballspiele dann unter der Woche sind, dann ziehe ich mir die auch rein. Aber es ist schon auch wichtig, zwischendrin mal abzuschalten, mal ein Bierchen oder ein Glas Wein trinken zu gehen mit Freunden, das gehört schon auch dazu. Gibt es noch andere Ausgleichsdinge, die du tust, um einfach den Kopf so ein bisschen frei zu bekommen? Ja, tatsächlich. Ich habe jetzt angefangen, in meiner Pause, die ich hatte, Golf zu spielen, weil du grundsätzlich natürlich als Teamsportler mit sehr viel Ehrgeiz ausgestattet dann irgendwie dann auch mal runterfahren musst, dich auf einen Punkt konzentrieren musst, den Ball sauber zu treffen. Das gelingt am Anfang nicht so oft. Dann musst du so eine hohe Frustrationstoleranz haben, dass du es trotzdem weiter probierst, machst. Und in dem Moment, wo die Bälle dann fliegen, macht es unglaublich Spaß. Bier, Golf, fass vielleicht mal kurz zusammen, wie für dich der perfekte Tag aussehen würde, wenn es eben mal nicht um Fußball geht.
Das kommt drauf an, was der Plan ist, um was es geht. Also ein gutes Frühstück mit Freunden. Dann, also ich bin gerne unter Menschen, gerne mit Freunden, auch im Urlaub. Durch meine Zeit in Salzburg bin ich jetzt mittlerweile auch sehr, sehr gerne in den Bergen. Das gibt mir auch sehr viel. Mal früh um 7 aufstehen, so ein Berg hoch in aller Ruhe und dann runterschauen, wenn die Sonne gerade so aufgeht, das ist auch ein großartiges Gefühl. Aber es darf auch mal so ein Tag sein, wo man früh einfach schon mit Kumpels relativ zeitig viel, viel Spaß hat. Das durchzieht dann auch bis tief in die Nacht und sich am nächsten Tag ausruht, gehört auch mal dazu. Du hast bislang ein Spiel in der Red Bull Arena absolvieren können, ein Heimspiel gegen Dortmund, volles Haus, volle Kulisse. Was war das für dich für ein Gefühl, nach so kurzen Tagen dann in dieses Stadion einzulaufen, die Kulisse zu sehen, die Fans zu hören und das in deiner Heimatstadt? Ja, es war, also Leipzig grundsätzlich natürlich, war immer eine Reise, wo du wusstest, so, hier braucht es eine Top-Leistung, um Punkte zu holen. Ich finde, dass wir bei dem Heimspiel gegen Dortmund einfach eine tolle Gemeinschaft waren. Ich glaube, die Jungs haben ihren Teil auf dem Platz dazu beigetragen. Die Fans haben die Stimmung dann aufgenommen und uns auch ein Stück weit getragen. Und das muss das Ziel sein, dass wir natürlich zu Hause eine Macht sind, dass wir die Stimmung von den Rängen auf den Platz bringen, vom Platz auf die Ränge, dass wir auch da ein richtig gutes Team sind. Und das haben wir gegen Dortmund sehr, sehr gut hinbekommen. Super, dann gehen wir davon aus, dass wir das weiter so hinbekommen. Vielen Dank dafür und alles Gute für den heißen Herbst. Dankeschön.